Willkommen in Süditalien. Hier an der Amalfiküste, wo es mehr Kurven gibt als dieses Auto PS hat, fahren wir heute den neuen Alfa Romeo 4C Spider. Die sportliche Optik des 4C Spider wird durch die vielen sichtbaren Carbonteile noch verstärkt. Öffnet man zum Beispiel die Türen, sieht man direkt auf das Kohlefaser-Monocoque. Das Einsteigen über die breite Seitenwand will geübt sein. Doch unmittelbar nach Überwinden dieses Hindernisses sitzt man tief im Inneren des Spider und genießt erstmals Rennsport-Feeling. Noch intensiver wird es, sobald man den Motor startet. Den Motor teilt sich der 4C Spider mit dem Alfa Romeo 4C. Das ist ein 1,8 Liter Turbomotor, ein Vierzylinder mit 240 PS. Höchstgeschwindigkeit 258 Stundenkilometer, von 0 auf 100 in nur 4,5 Sekunden. Der aufgeladene Mittelmotor ist, wie schon in den 1930ern und 40er Jahren üblich, verantwortlich für den Namen des 4C. Hierbei symbolisiert die Ziffer 4 die Anzahl der Zylinder oder auf Italienisch Zylindri. Wer sich traut, der nutzt von den angebotenen Fahrprogrammen schnell den Dynamikmodus. Wobei auch im Standardprogramm schon ordentlich die Post abgeht. Richtig wild wird es im Race-Modus. Doch Vorsicht, hier werden ESP und ASR deaktiviert und alle anderen Systeme des 4C Spider nochmals deutlich nachgeschärft. Für schlechteres Wetter und rutschige Straßen verfügt der 4C Spider aber sicherheitshalber auch noch über ein sogenanntes All-Weather-Programm. Im Innenraum des 4C Spider geht es relativ eng und naja, ein bisschen spartanisch zu. Aber das Wichtigste zum Autofahren hat er an Bord. Wir haben ein Sportlenkrad, wir haben Schaltwippen und wir haben eigentlich sehr komfortable, richtige Sportsitze. Natürlich gibt es auch Annehmlichkeiten wie ein Radio und eine Klimaanlage. Diese werden jedoch ebenso nebensächlich wie der Tempomat, wenn man erst einmal angefangen hat, mit offenem Dach durch die Kurven zu jagen. Um möglichst viel Gewicht einzusparen, setzt man beim Alfa nicht nur auf reichlich Carbon und Aluminium, sondern nutzt auch eine rein mechanische statt einer Servolenkung. Sie transportiert die Informationen vom Asphalt direkt in die Hände des Fahrers und lässt keinen Raum für Spekulationen. Dank schnellem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einem Leistungsgewicht von rund 4 Kilogramm strotzt der Spider nur so vor Agilität. Diese will jedoch auch kontrolliert werden und so muss man beherzt und sicher zugreifen. Denn der Spider beschleunigt nicht nur bissig aus jeder Situation heraus, er neigt auch gerne besonders in den Sportmodi zum Übersteuern. Ein Riesenspaß und absolut pures Fahrerlebnis, wenn man sich darauf einlässt. Der Alfa Romeo 4C Spider ist absolut keine Luxuskarosse. Wer jedoch halbwegs bezahlbaren Fahrspaß pur sucht, der ist hier genau richtig.